Hallo liebe Minecrafter und herzlich willkommen zu einem neuen Video von TheMinerS007. Ja, hier sind wir auch schon wieder bei den nützlichen YouTube-Tipps. Heute geht es mal darum, wie man nun dieser sagenumwobene YouTube-Partner wird. Ja, man bekommt natürlich immer wieder viele Anfragen, wie wird man Partner oder was auch immer. Es gibt zwei Arten von Partnern, die ich euch mal vorstellen kann. Aber erstmal, was ist überhaupt ein YouTube-Partner? Ein YouTube-Partner ist sozusagen jemand, der ein kleiner YouTube-Mitarbeiter ist, könnte man fast sagen. Er produziert also Videos nicht nur für sich und auch Spaß, sondern auch, weil er damit vielleicht auch Geld verdienen möchte. Und das ist dann auch möglich. Je nach Aufrufeanzahl besteht dann auch Möglichkeit, Geld mit seinen Videos zu verdienen. Es gibt diese zwei Partnerarten. Ich bezeichne das immer als kleinen YouTube-Partner und großen YouTube-Partner. Der kleine YouTube-Partner, den kann jetzt jeder werden. Das ist schon so, seit Google, glaube ich, YouTube übernommen hat. Wenn man nämlich kleiner YouTube-Partner ist, das könnt auch ihr werden, könntet ihr schon Geld mit euren Videos verdienen, habt aber noch nicht solche Partnerzusätze oder Partner-Features für eure Videos. Das heißt also, ihr könnt noch keine Video-Thumbnails, also diese kleinen Vorschaubilder, die ich euch schon mal gezeigt habe, hochladen. Ich zeige euch jetzt aber einfach mal, was ihr so machen müsst, um kleiner YouTube-Partner zu werden. Dafür gehen wir einfach mal, wenn hier oben nicht irgendwie so eine Nachricht steht, werde YouTube-Partner, Punkt, 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 auf Videomanager und dann hier auf Dashboard, dieses neue Dingens. Und hier sieht man schon, am YouTube-Partnerprogramm teilnehmen. Vermarkte deine Videos und erreiche mehr Zuschauer, werden noch heute YouTube-Partner. Ja, das hier, sind sozusagen die Nutzerbedingungen. Man muss eine gesamte Menge an Nutzerbedingungen wirklich hier bestätigen. Man darf also nicht, man, es müssen seine eigenen Videos sein, die man produziert. Man darf keine Videos von anderen klauen. Es muss alles sehr genau nach den Community-Richtlinien von YouTube sehen. Und wir selbst dürfen natürlich auch nicht auf unsere Google-Anzeigen klicken, was nicht noch alles. Ihr könnt euch ja einfach mal hier durchklicken, und wenn ihr dann das gemacht habt, das kann ich euch gleich mal auf dem Kanal von TheMinerS007 zeigen, dann habt ihr die Möglichkeit, eure Videos zu monetarisieren. Monetarisieren bedeutet, ihr könnt Werbung auf eure Videos schalten und diese Werbung bringt euch dann sozusagen Geld ein. Das ist nicht ganz einfach, man braucht dafür noch ein extra Programm von Google, das nennt sich Google AdSense oder AdSense. Dort werden eure Einnahmen gespeichert. Ihr müsst dann dort euer Bankkonto angeben und dann erhaltet ihr irgendwann mal in langer, 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 sehr, sehr, sehr langer Zeit vielleicht mal ein, 2 € von YouTube und von euren Einnahmen. Ja, man darf als YouTube-Partner natürlich nicht sagen, wie viel man Geld man verdient. Ich weiß auch nicht warum, aber ich werde es lieber nicht verletzen, diese Regelung. Ihr müsst dann hier euer Konto für die Monetarisierung aktivieren. Und jetzt zeige ich euch mal auf TheMinerS, was es heißt, ein Konto für die Monetarisierung aktiviert zu haben. So, ich bin jetzt hier mal ganz kurz auf meinem üblichen Kanal TheMinerS007 und hier sieht man mal ein Video. Ich habe hier Monetarisierung aktiviert, das dürftet ihr sicher schon gesehen haben, denn da stand bestimmt öfter mal Werbung unter dem Video oder war vor dem Video Werbung zu sehen. Und hier gibt es dann für euch den Button Monetarisierung, wenn ihr dann dieser kleine YouTube-Partner seid. Dort müsst ihr den Haken bei Mein Video Monetarisieren reinsetzen, das ist ganz wichtig. Und dann hier alles einfach anhaken, wenn ihr auch Werbung im Video haben wollt. Und wenn ihr nur Werbung unter dem Video haben wollt, dann nur Overlay in Videoanzeigen anhaken. Okay, ja, das war's eigentlich, was es auf sich hat mit diesem mysteriösen YouTube-Partner. Es gibt übrigens auch noch den großen YouTube-Partner, der hat dann noch mehr Partner-Features. Zum Beispiel ist da ein Feature, Video erst in ein paar Tagen freischalten, dann kann man genaue Datumangaben dafür festlegen. Vielleicht wird für meinen erst bald so ein YouTube-Partner. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob das so alles funktioniert. Außerdem habt ihr dann da wirklich sehr, sehr viele Features, aber das ist nicht ganz einfach. Ihr müsst ihr euch da von sozusagen Netzwerken partnern lassen. Ihr müsst euch annehmen, ihr müsst Bewerbungen schreiben. Das ist wirklich nicht ganz einfach. Erstmal ein bisschen bekannter werden auf YouTube. Man braucht eine ganze Menge Klicks dafür. Es ist natürlich nicht immer klickabhängig, wenn eure Videos wirklich gut sind und das auch manche Partnernetzwerke so finden, so wie es bei mir eigentlich der Fall ist. Dann könnte es sein, dass ihr auch bald irgendwann mal großer YouTube-Partner werdet. So, ich hoffe, durch meine Tipps konntet ihr ein bisschen bekannter auf YouTube werden. Tschüss und bis zum nächsten Video von TheMinerS007.